So, meine Freunde, Folge 6. Wir spielen gegen einen Zerg-Goldgegner wieder. Nicht, dass wir direkt in die Goldliga hochgestuft werden. Hehehe, nicht Spaß. So, ich kenne mich auf dieser Map gar nicht aus. Sie sieht aus wie so ein bisschen Aquilon Wastes, so ein bisschen. Nur ohne die Steine. Genau, ja, das weiß ich noch. Ja. Ja, die kenne ich noch, die Map. Die kenne ich sogar noch. So, wie spielen wir denn diesmal? Wir spielen wie immer. Also, keine Sorge. Die einzigen Steine, die uns schützen, sind hier unten. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier rüber exen und darüber exen. Das ist mein Ziel. So, ich hoffe mal, unser Gegner rusht uns wahrscheinlich. Davon müssen wir jetzt ausgehen, weil er spielt halt als Goldliga-Spieler und dann denkt er sich, muss ich gegen so einen scheiß Bronzeliga-Noob antreten. Kann er sich meinetwegen denken, aber ich bin leider kein Bronzeliga-Noob. Kann aber gut sein, dass ich das jetzt mal verliere. Schließlich habe ich jetzt einiges in Folge gewonnen. 6 Stück, um genau zu sein. Eigentlich steht auf meiner Statistik. Bei 5 Folgen, unvorstellbar, ist aber so. Aber ich habe euch ja erzählt, dass ich für die erste Folge 3 Anläufe gebraucht habe. Und ja, deswegen. So, jetzt bauen wir unseren Pool. So, wir wollen ja sicher sein, deswegen erstmal Pool first. Und als nächstes bauen wir uns ein Hatchery. So, müssen wir mal schauen. Wie machen wir das dann als nächstes? So die Frage. Also ich glaube mal nicht, dass ein Drohnen-Scout kommt. Wenn ja, ist das eigentlich eine ziemliche Verschwendung. Goldliga in Wings of Liberty ist jetzt nicht ganz so dramatisch schwer zu erreichen. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Naja. Bis 17 drohnen wir. Und dann bauen wir noch ein Overlordle. Den schicken wir dann zur dritten Base. Einfach mal abzuchecken, wohin die Reise so geht bei ihm. Wir bauen mal den Overlord hier hin. Damit wir auch ja nicht irgendwie den machen wir mal. Da, ich wusste es. Wobei es ist ein Drohnen-Scout, ich dachte schon. Ja, soll er halt angreifen. Ich kein Problem. Ist es sein Ernst? Mein Pool ist fertig. Wir lassen ihn noch ein bisschen an dem rumknabbern. Queen und 2 paar Zerklinge. Bitte, das war ein glatter 6-Pool, denke ich mal. Wobei, war ein 10-Pool, bisschen. Mir fast eine Drohne hier gekillt. So. Die kriegt er nicht. Habe ich sie halt verloren, die Hatch. Aber das ist wichtig, wir konnten ihn ein bisschen denyen. Konnten ihn den Freedom rauben. Und nehmen uns halt direkt dann wieder die Hatch. Muss man einfach so sehen. Erstmal nochmal den da. Zack. Mit der Queen zusammen. Bauen natürlich auch eine zweite. Na, komm her. Er lässt ja seine Overlord so in den Tod fliegen. Finde ich eigentlich schade, muss man sagen. Naja, Echse hat er noch nicht genommen. Wandeln auch. Hier den. Und wir holen uns den Overlord. Ah, war das eng. Hat er uns die Echse denied? Ja. Stellen wir unseren Obi dahin. Wir brauchen mehr Overlords. So, haben wir das dann geklärt schon mal. Machen wir mal 2 Queens runter. Und ja. Dann haben wir die auch schon mal fertig. Ich habe so das Gefühl, das könnte gleich übel ausgehen. Ah, ja, schön. So, wir drohnen mal hart auf.
nehmen mal ein Gas jetzt schon, so blöd das klingen mag. Nehmen wir mal eine gute Handvoll runter. Haben dann 14, die wir quasi hier raufschicken. So, so. Und holen unsere beiden Crawler nach unten. So, jetzt bin ich eigentlich gespannt. Ja, einen Watchtower, zweiten Watchtower. So, und weiter Drohnen. Ah, er hat schon Speedlinge. Dann machen wir mal etwas anderes, und zwar blocken wir mal die Rampe mit unseren Queens, sodass nur Drohnen erstmal durchkommen fürs Erste. So, dann baut einer hier noch ein Geysieren. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Naja, hat er sich schon eine dritte Hatchery genommen, okay. Okay, hab ich keinen Stress mit. Kann er ja haben, wenn es ihn glücklich macht. Wir gehen aber auf Roach Warren, Evo Chamberlees. Haben ja das Geld, muss man ja sagen. Das war ganz klar und deutlich, haben wir das Geld. Ein Tumor hier hin. Ein Tumor hier hin. Und verbinden wir unsere Bases. Nochmal so, zack, und hier so. Wir brauchen mehr Westingas. Ich mach mal die Upgrades. Direkt ein Roach War Dingens hier. Gase könnte man natürlich auch bedrohen. Dann würde man hier nicht so viele Überarbeiter haben. Leer kommt jetzt. Wir brauchen mehr Overlords. Third Base. Hatchery gesetzt. Haben unsere Bases auch verbunden. Sehr schön. Nee, nee, kommst du nicht hoch, Kumpel. Versichere ich dir, dass du da nicht hochkommst. Bringt ihm jetzt viel. Das müssen wir auf Kriecher platzieren. Mir hört er uns? Ja, gehört er. So, haben wir hier noch ein paar Roaches mehr dann. Ganz blöd für dich. Denn unser Creep ist everywhere. Haben wir hier irgendwie nämlich nicht anwählen können? Ne, haben wir nicht gerade. Ah, doch haben wir. Oh, Mutas. Alle Queens. Erstmal leer. Zumindest ist das abgeschlossen. Bauen wir hier mal einige. Unsere Streitkräfte brauchen Laser-Anhalt.
unsere Streitkräfte. Wir brauchen mehr Mineralien. Ich mach mal ein Go. Unsere Streitkräfte-Klasse wird angegriffen. Mach's leer ruhig kaputt. Oh, lass meine Upgrades durchlaufen. Oh, es ist wunderschön. Zumindest Upgrades durchgelaufen. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Wir brauchen unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir brauchen mehr Mineralien. Die Schwarmklasse wird angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, jetzt habe ich gerade gar nicht mehr geredet, weil ich ein bisschen Micro musste. Aber wir haben ihn zerlegt, das war wichtig. Hat er versucht, irgendwas zu... uns zu zerlegen. Aber wir haben nochmal zwei Sicherheitshatches gelegt. Und wir werden direkt befördert zu Silber. Sehr schön. Finde ich toll. Was war der für Gold? War mal höher oder... Gold und Diamant? Ja, mei. Auch nicht so prickelnd, jetzt muss ich sagen. Aber wir waren halt einfach vorne. Auch überall. Also, ich glaube, der Wert der Armee war auch... Ja. Wir hatten zwar nur Roaches, aber waren mehr. Hatten auch viel mehr Arbeiter, Auskämpfe, Upgrades natürlich und halt auch Baurate. Ging am Ende zwar stark auf die 0 zu, hat aber gereicht für uns. Haben 7 zu 0 hier. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Freunde. Tschaußen.